Inklusion zu glauben. Inklusion könne unter Beibehaltung des Doppelsystems aus sonderpädagogischer Förderung, der sonderpädagogischen Förderung, bestehen aus den Förderschulen auf der einen Seite, der inklusiven Beschulung auf der anderen Seite, kostenneutral umgesetzt werden. Das genau aber, diese Bestandsgarantie für die Förderschulen und die Behauptung und Ankündigung, das Ganze kostenneutral machen zu wollen, stand aber am Ausgangspunkt und als politische Setzung der hessischen Landesregierung und dieses Kultusministeriums, als es darum ging, die Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung nach der UN-Konvention zu diskutieren. Das ist eine, die erste große Täuschung, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auf Platzen will man Glocken wickeln, beziehungsweise wickeln lassen, denn wir Lehrkräfte sind es ja, die dieses Kunststück letztlich vollbringen sollen. Inzwischen ist längst klar, kostenneutral ließe sich Inklusion noch nicht einmal dann verwirklichen, wenn man das nachweislich teuerste aller Systeme, eben die